Sänger. Moment, Moment, also das muss hier mal gesagt werden. Also so ein Beitrag, ja, das ist unanständig. Das hätte es unter meiner Leitung nicht gegeben. Wie schade. Ja, eigentlich ja. War eigentlich ganz lustig, oder? Was, ja. Ja, also ich finde einfach andere Stimmen und was anderes, die haben das doch gar nicht gesagt. Oder? Aber wir wollen das ja hier nicht zur Silberhochzeit werden lassen und so tun, als hätten wir uns alle lieb. Wir sind bezahlte, harte Konkurrenten, das muss man sagen. Auch wenn wir eigentlich die meiste Zeit in der Kiste zubringen. Erinnern Sie sich an einen Moment, wo Sie jemanden hier in der Gruppe hart drangenommen haben? Ja, ich habe ihn sozusagen verunglimpft. Er sitzt links neben mir. Ja. Und als er moderierte, hatte ich eine Konferenz zu leiten und sage dann folgenden Spruch, um seine Leistung zu würdigen. Im Winter ist der Pommer so dämlich wie im Sommer. Großes Gelächter in der Konferenz, aber hier lacht kein Mensch. Ich sag doch, hier sind die anständigen Menschen repräsentativ politisch korrekt. Das haben wir eben auch gemerkt. Aber in dieser Konferenz... Hinterher hat mich eine Leitungspersönlichkeit angesprochen, dass das so nicht ginge. Wir machen keine Witze über Namen und Kollegen. Jeder das ist weiß, eben korrekt. Die Geschichte stimmt natürlich überhaupt nicht. Und jetzt können wir sagen, Max Giermann alias Herr Börner. Jetzt zeigt's. Aber Thomas, vielleicht sollten wir das durchaus hervorholen. Die Extra-3-Zeit für dich war zwar schön, aber sie hat dir im Nachhinein geschadet, weil du bist im Internet als jemand mit zweifelhaften körperlichen Voraussetzungen gehandelt. Was Herr Börner nur versucht hat, wurde im Internet geschafft. Vollendet. Wir haben es gesagt, eine hodenlose Unverschämtheit. Ja, es hat ein Redakteur bei Wikipedia, ich weiß nicht, ob man das im NDR sagen kann, Wikipedia, geschrieben, dass ich nur einen Hoden hätte. Ja. Einen Hoden? Ja. Aber inwiefern war das für deine satirische Arbeit von Bedeutung? Ja, also in erster Linie finde ich das überhaupt nicht lustig, dass du da auch Fragen überstellst. Und wenn du so weitermachst, dann schicke ich dir auch so jemanden auf den Hals. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Warum kommst du mit der Wahrheit nicht klar? Es war einfach so, wir hatten zu Gast einen, wie heißen die Bundeswehrbeauftragten? Und der Bundeswehrbeauftragte hatte einfach nur gefragt, ob ich auch beim Bund war. Mit einer sehr scharfen Stimme. Und da ich verweigert hatte, musste ich mir schnell eine Geschichte ausdenken, dass ich nicht verweigert habe natürlich. Und das mit dem Hoden irgendwie hat sich rumgesprochen und zack, hat Wikipedia das wahrscheinlich. Es wurde rausgenommen, also nicht der Hoden, sondern von Wikipedia. Aber wie kam es dazu? Ich meine, wie verliert man einen Hoden? Das ist ja auch ganz interessant. Nee, ich fange mal vorne an. Ich hab die ja beide. Ich dachte, ich könnte noch was lernen. Seine beruhigende Botschaft. Ja, wir sind so erlöst. Wenn nach 39 Jahren extra rein sollte man. Nein. Das Ganze skandalisiert. Tobi, lass uns das Ganze ist schon vorbei. Lass uns das Ganze in so harmonischen, konstruktiven Journalismus überführen. Das ist der neueste Trend. Ja. Du könntest jetzt sagen, dass du hier sehr, sehr glücklich warst und dass du die Menschen liebst und dass alles bin ja noch drin, deshalb kann ich jetzt gar nicht so lästern. Also was bei mir nur wichtig war, das war so meine erste Erfahrung. Ich glaube, in der zweiten Sendung, da war Heiner Geißler zu Gast und danach gab es ordentlich Rotwein. Danach. Nach der Sendung. Und für Heiner Geißler oder für alle? Nee, für alle, vor allen Dingen für Geißler und mich. Und nach 90 Minuten konnte Geißler noch gehen und sprechen, ich weder noch. Und das war eine ganz schmerzhafte, lehrreiche Erfahrung. Heiner Geißler hat mich unter den Tisch gesoffen. Und danach hast du angefangen, mehr zu trinken einfach. Also die Sendung hat dich auf die richtige Bahn geführt. Das ist ganz fantastisch. Wir erinnern uns an eine großartige Zeit. Meine Damen und Herren, ich möchte mich... Zurück in die Särge. Wir gehen zurück in die Särge. Es wird höchste Zeit. Wir wetten noch. Wir haben zu wetten, wer als Erster lange liegen bleibt. Das sollten Sie jetzt auch noch kurz sagen. Das ist ganz hässlich von Ihnen, Herr Börner. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns vielmals. In der kommenden Woche ist zum Glück keiner von uns mehr da, sondern der verehrte Herr Ehring wieder bei Ihnen hier bei Extra 3. Ich hoffe, Sie bleiben der ganzen Sache gewogen. Ja, Moment, eins müssen wir noch nachschauen. Zu schleimig. Heute, 23.15 Uhr, gibt es eine Sendung über die Geschichte des NDR. Und dort tritt auf Wolf von Nojewski. Der erste Moderator von Extra 3, da erfahren Sie die wahre Geschichte. Also draufbleiben, nicht hier im Studio, aber zu Hause kommen. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.